Ein offenbar unbelehrbarer Wiederholungstäter stand in Magdeburg vor Gericht. Francesco L. saß mal wieder auf der Anklagebank, ein bekennender Rechtsextremist, der vor 7 Jahren schon in Pömmelte als Redelsführer für traurige Schlagzeilen sorgte. Damals wurde er noch nach Jugendstrafrecht zu mehreren Jahren Knast verurteilt. Gelernt hat er daraus offensichtlich nichts. Francesco L. gibt sich gelassen und selbstsicher, als er vor dem Landgericht Magdeburg erscheinen muss. Es ist nicht sein erster Auftritt vor einem Richter. Der 26-Jährige wurde schon mehrfach verurteilt. In diesem Fall steht eine Berufungsverhandlung an. In erster Instanz erhielt Francesco eine 9-monatige Haftstrafe. Es geht um einen Überfall, an dem der bekennende Rechtsextremist vor über einem Jahr beteiligt gewesen sein soll. Tatsächlich werfen wir dem Angeklagten Francesco L. vor, dass er am 3.3.2012 in einem Zug in Richtung Schönebeck von Magdeburg kommend zwei Jugendlichen bzw. jüngeren Menschen Gewalt zugefügt hat, auf sie eingeschlagen hat, auf sie eingetreten hat. Mehrere Personen waren dabei vermummt. Der Angeklagte hier war nicht vermummt, ist erkannt worden. Den Opfern gelingt es, aus der S-Bahn zu fliehen. Sie erleiden zahlreiche Hämatome und Prellungen. Vor der Kamera möchten die jungen Männer auch heute noch nicht über die Tat sprechen. Schon der Auftritt vor Gericht verlangt ihnen einiges ab. Denn Francesco L. ist kein unbeschriebenes Blatt. 2006 landet er schon einmal vor Gericht. Er ist der Rädelsführer bei einem brutalen Überfall von 5 Rechtsextremisten auf einen farbigen Jungen in Pömmelte, Sachsen-Anhalt. Hier am Dorfteich treten sie auf den 12-Jährigen ein, urinieren auf ihn, drücken eine Zigarette in seinem Gesicht aus. Als wir gestern in Pömmelte nachfragen, möchte sich kaum ein Einwohner vor der Kamera zu Francesco L. äußern. Der Junge ist doch schon lange weg. Das ist schon Jahre weg von Pömmelte. Ich meine den Täter jetzt. Also den Täter. Ja. Ich habe ehrlich gesagt, ich weiß, wer das ist, aber ich habe ja kein Bild von. Heute heißt es im Ort, die Medien hätten Pömmelte damals fälschlicherweise als braunes Dorf dargestellt. Einiges war zu Unrecht, weil sie ja gesagt hätten, man hätte das sehen müssen. Ich habe die Leute kommen sehen, ja, wie jeden Abend. Die saßen dann immer da. Da sitzen die Jugendlichen abends immer und trinken was und so. Und solange sie alle sauber verlassen, was soll da passieren? 2006 wird Francesco L. zu 3,5 Jahren Haft verurteilt, aber schon nach 2,5 Jahren vorzeitig entlassen. Doch der überzeugte Neonazi wird erneut straffällig. Wegen Tragens verfassungsfeindlicher Symbole kriegt er noch einmal 4 Monate auf Bewährung, was ihn nicht davon abhält, sich an dem Überfall in der Magdeburger S-Bahn zu beteiligen. Doch dieses Mal lässt der Richter keine Milde walten. Das Landgericht bestätigt das Urteil der ersten Instanz 9 Monate Haft. Die Opfervertreter begrüßen das Urteil, bezweifeln aber, dass es bei Francesco L. ein Umdenken bewirken wird. Ich sehe bei ihm keinen Ansatzpunkt, dass er sich ändert. Er ist bekennender Neonazi. Es gibt keinen Ansatzpunkt für einen Wechsel in seiner Ideologie. Und diese Ideologie bringt genau diese Straftaten hervor. Diese Ideologie griff der Richter auch in seiner Urteilsbegründung auf. Was nicht in das rechtsextreme Weltbild von Francesco L. passt, das bekämpft er.